Ja, seid gegrüßt. Heute geht es mal um den Erfahrungsbericht zu den Imperial Eco Drivers 4S. Und hier haben wir es. Four Seasons, also Allwetterbereifung. Ne? Hier haben wir wahrscheinlich die vier Jahreszeiten drauf abgebildet. So. Ich bin den gefahren jetzt ca. 3 Jahre und habe zurückgelegt Kilometer zwischen 15, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber es müssten so zwischen 15 und 20, einigen wir uns auf 17.500 Kilometer. Der wurde gefahren, Sommer wie Winter. Und im Sommer auch vollgepackt mit der Familie, zu viert. Komplett mit Gepäck und Geschwindigkeit von, ich sag mal, auch 180, 190. Ohne Probleme, ne? Wir machen mal schnell einen Profiltest. Bloß für die Leute, die das erste Video jetzt nicht gesehen haben. Das war einfach nur ein Test, weil der Reifen günstig war und mir halt gefallen hat. Von der vom Zusammensetzung. Ne? Wir haben jetzt noch eine Restprofiltiefe von zwischen 6 und 7 mm. Auf dem Vorderreifen, auf dem Hinterreifen sieht es bestimmt besser aus. Der Vorderreifen überträgt ja die Kraft in dem Moment, weil es ja Vorderradantrieb ist. So, und bloß nochmal kurz zusammengefasst. Die Blöcke, die äußeren Blöcke, sind Sommerreifen. Das ist fester, starker Gummi. Die hinteren Blöcke sind durch die Zackenbildung, ja, dass der Block so, ich sag mal, aufgesprengt. Ne? Dadurch ist der Gummi, der ja so schon ein bisschen weicher ist, wird der Block als solches ja noch weicher. Weil wenn er jetzt auf den Boden aufkommt, drückt es ihn auseinander und dann beißt das. Also das sind ja wie Zähne, die greifen dann halt in dem Moment. Ne? Die Innenseite von den Reifen, ja, wenn man das jetzt hier sieht, ja, die ist auch nochmal so gemacht. Wobei ich glaube, dass die Innenseite wahrscheinlich, oder sagen wir mal aller Wahrscheinlichkeit, so gemacht ist, wie die äußere Seite, dann halt bloß aufgesprengt durch die Blöcke. Ich habe dazu jetzt nicht weiter gefunden, ob das dann so ist, aber ich nehme es mal ganz stark an. Und hier haben wir das auch wieder so. Und dann haben wir die großen Rillenführungen für den Sommerreifen durchs Wasser verdrängen. Bei den häufigen Allwetterreifen, die man so findet, ist das ja dann wie beim Winterreifen mit den Blöcken zugemacht. Und hier habe ich besten Fahrkomfort im Sommer. Besten Fahrkomfort von Allwetterreifen im Sommer. Weil halt die Wasserverdrängung relativ gut gemacht ist. Ne? Ja, kann ich halt das Regenwasser schön zur Seite abführen. Was im Reifen aufgenommen wird, drückt es dann schön in die Innenreihen rein, die relativ groß ausgespurt sind, und dann könnt ihr das halt abfahren. Ja, das war jetzt wie gesagt bloß mal schnell die Langzeiterfahrung. Die positiv sind. Ne? Dann wünsche ich euch wie immer noch das Beste. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt das einfach unten rein. Bis dann. Tschüss.